Willkommen zurück. Wir sind in Wappenbrück. Ich habe doch noch eine Sidequest gefunden, die ich noch nicht gemacht hatte. In diesem neuen Lager, wo wir anscheinend sehr viel über Projekt Zero Dawn erfahren werden. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Heiler und fragen mal nach, warum der oben dieser Tante, dieser Schwester nicht helfen will. Ups, ich bin zu weit gelaufen. Da unten steht er. Bist du Galif? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig und schon gar keine Zeit. Stimmt, du wolltest ja den ganzen Tag hier Meine starren. Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Das ist ein Arsch, ne? Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkaja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch, es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Haben wir, hab ich. Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Hab ich. Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Diese Teile sind nicht gerade leicht zu bekommen. Zufällig haust ein Donnerkiefer im Tal der Omen, nordwestlich von hier. Ich weiß das, weil ich seine zahlreichen Opfer zusammenflicken muss. Ausreißer meistens. Wenn ich das tue, dann nicht für dich. Oh, ich erwarte gar nicht, dass du es tust. Doch ich gehe nachher zur Zitadelle zurück. Warum soll ich jetzt hier den Eingang finden? Das ist doch Blödsinn. Ich hab das doch schon, oder? Ich hab doch schon ein Donnerkieferherz. Naja, ich muss es anscheinend trotzdem machen. Dann geht man da halt schnell hin. Ich muss gleich mal gucken. Ich habe 100% ein Donnerkieferherz. Außer ich habe das vorhin gegen dieses, oder vorhin. Für euch vor 2 Tagen, glaube ich. Gegen dieses sinnlose Teil. Da. Aber ich gucke jetzt mal. Rohstoffe. Ich habe keins. Das sind nur die Linsen, ne? Okay. Auch kein Drama. Hier muss es sein. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Na, ja, der ist auch recht groß. Ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Ah, Fuchs. Ich kann den noch sogar überbrücken, das bringt mir aber natürlich nichts, ne?
So viel zu, wir machen Main Story. Ah, mächtiger. Müssen wir mal wieder her? Ah, ich wollte den Schwanz treffen. Nein, was mache ich denn? Der hat gesessen. Oh, jetzt treffe ich mich selbst. Nein, nicht an dem Teil hängen bleiben. Hallo. Mich looten, damit es weg ist. Ich will eigentlich den Schwanz. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was? Niemals hat er da durchgetroffen, das kann der gar nicht. Da ist ein Felsen im Weg, ups. Nein. Yes. Nein. So, noch ein bisschen, dann brennt er. So, und jetzt Druck. Okay. Ah, du kommst hier nicht durch. Gerne mal den Schwanz abschießen. Das ist immer das Nervigste. Geil, wie der hier alles wegfetzt. Vermeiden. Jetzt muss ich hier erstmal weg.
Ich treffe das so nicht gut. Na komm, schön in den Arsch rein. So. Auch dieser Donnerkiefer ist down. Sehr schön. Gut. Dann wieder zurück. Mal gucken. Das sollte doch jetzt helfen. Dann können wir danach die Main Story weitermachen. Außer es gibt natürlich eine Folgequest. Ich bin echt mal gespannt, ob wir da noch zum Donnervogel hoch müssen. Das interessiert mich. Aber die gehen ja mittlerweile auch, ne? Wo ist hin? Hallo? Ja, da ist er. Ich habe dein Maschinenteil. Deal ist Deal. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Bei meinem Eid. Doch sag mir, wenn das Mädchen überlebt, wie sieht seine Zukunft aus? Besser als gar keine Zukunft zu haben. Ein erfrischender Satz. Los, tun wir das schnell. Güte hält sich so schlecht in der Hitze. Es ist ganz schön beunruhigend, okay. So viele Bilder in der Nähe von Sonnenfall zu sehen. Angeblich sollen sie in Baharas Wüste stehen. Mit wem reden? Mit Abbas? Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Auftrag abgeschlossen. Das hört sich gut an. Dann können wir jetzt, oder? Händler. Händler ist gut. Würde man die Haut mit Schleifpapier bearbeiten? Ich speichere nochmal kurz und dann erst nochmal zum Händler alles aufstocken. Ist der oben? Ne, ich muss hier rechts neben dran rum. Hier rum. Wo steht der? Der steht doch oben. Okay. Dann muss ich erst zur Main Story. Kann man überhaupt Heimweh haben, wenn die alte Heimat, so wie man sie... Okay, die Main Story schickt mich noch weiter. Die gibt dich zum Zitadellenhof. Okay. So. Okay, ich habe nichts mehr was. Die kann ich noch alle verkaufen, ne? Ein bisschen Platz schaffen. Kaufen. Die kriegen wir ja umsonst. Ach, die anderen könnte ich eigentlich auch kaufen. Ist ja Wumpe, ne? Die hier. Das kostet ja nicht wirklich viel. Lass dir diese Waren nicht entgehen! Jetzt ab zum Zitadellenhof. Geht schon los. Der Sonnenring. Die stolze Tradition der Kaja. Das war's schon. Raus aus meinem Fokus. Wenn dich die Eklipse erwischt, wirst du nicht mal lange genug überleben, um im Ring zu enden.
Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle. Was ist das denn jetzt? Aloy, ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Ich hab mich schon umgesehen. Wenn ihr etwas über die heutigen Kunstgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Lass mich durch. Ich will Erster sein. Ich nehme die Scherben, auch wenn ich dafür Bahabas zuhören muss. Augen nach unten. Einen der Iren suchen. Hallo? Ja, fortfahren. Ja. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt. Und Anasha. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken. Sie wollen. Habe ich jetzt noch eine Sidequest bekommen oder was? Natürlich. Rede mit Vanasha. Alles klar. Super. Ups. Müssen wir wohl machen, ne? Ziemlich beeindruckend. Sofort an Uthid denken. Das kann er doch nicht alles gespielt haben. Das ist doch verrückt. Wohl kaum. Sie werden mich sehen. Du unterschätzt, wie leicht die Leute das Offensichtliche das übersehen. Das wollte ich doch gar nicht. Rede mit Vanasha. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Einfach hier raus, anscheinend. Wie konnten wir uns nur dazu entschließen, es nicht gegen dich? Und wenn es eine Sidequest gibt, dann machen wir die. Ist ja richtig Krieg. Also aus dem kleinen Volk, die Vanasha. So, das grüne Zelt, das sagt sie. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gerne. Die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schatten, Kaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schatten-Kaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht.
und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Guter Mann. Sehr asynchron. Dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Warum sollte er am Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Viel Glück. Alles klar. Dann machen wir nächste Folge wohl wieder eine Sidequest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir kriegen das Spiel irgendwann noch fertig. Bye, bye.